schönes Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Adventskalendertür Nummer 24 und somit zur letzten Tür des Adventskalenders. Heute möchte ich euch eine Spieltechnik aus meinem Schlagzeug-Solo-Repertoire beibringen, und zwar das Wechselspiel zwischen Tom-Toms und Bassdrum. Also was heißt Wechselspiel? Nun, es wird quasi zuerst die Bassdrum gespielt und dann die Tom-Tom, dann wieder Bassdrum und Tom-Tom und so weiter und so fort. Das Ganze kann man auf drei Weisen spielen. Und zwar erstens mit einer Hand, also sprich Bassdrum und dann kommt eine Hand, Bassdrum, eine Hand, Bassdrum, eine Hand und so weiter und so fort. Die zweite Art, das zu spielen, ist, wenn man beide Hände abwechselnd benutzt, also sprich Bassdrum, rechte Hand, Bassdrum, linke Hand, Bassdrum, rechte Hand und so weiter und so fort. Die dritte und allerschwierigste Art, das zu spielen, wäre in extrem hoher Geschwindigkeit mit Double Bass. Also wenn man es schafft, tatsächlich zwischen den Double Bass Schlägen die Tom-Toms genau im Timing zu setzen, dann ist man schon mal nicht schlecht. Aber das werde ich heute nicht tun, weil das einfach zu viel Krach für den heutigen Tag ist. Und somit werde ich euch heute nur die zwei ersten Arten beibringen. Gut, fangen wir an mit der ersten Art. Wir sehen jetzt hier nur diese drei Tom-Toms, aber ich werde meine Floor-Toms nur verwenden und werde zuerst mit einer Hand, und zwar mit der rechten Hand, jeweils mit der Bassdrum alternierend auf den Toms spielen. Also das Ganze klingt so. Das Ganze klingt richtig geil, finde ich. Also man kann es sehr schön anwenden und man kann es natürlich auch auf die anderen Toms wunderbar übertragen. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Art, das Ganze zu spielen, und zwar mit beiden Händen abwechselnd. Das ist natürlich etwas anstrengend und etwas komplizierter, aber man kriegt es wunderbar hin und man kann es in verschiedenen Handsätzen spielen, also zum Beispiel paar Schläge die rechte Hand, paar Schläge die linke Hand oder immer abwechselnd, je nachdem, wie man es gerne möchte, und beides spiele ich jetzt mal. Natürlich sehr kompliziert mit den beiden Händen dann zu spielen, vor allen Dingen in sehr hoher Geschwindigkeit. Das muss einfach sehr viel und oft geübt werden, damit man das auch tatsächlich sauber und gleichmäßig im Timing hinkriegt, weil das ist, auch wenn es so einfach klingt, es ist einfach nicht einfach. Ja, somit ist der heutige Kalendertürtag fast beendet. Ich möchte euch in zwei separaten Videos noch frohe Weihnachten wünschen. Macht es gut, ciao!